willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. John Harder. John Harder war Sales Manager bei Loft Film. Jeder hat wahrscheinlich schon mal ein paar Werbeclips gesehen von Loft Film. Er unterstützt jetzt Filmproduzenten und hilft dabei, Filmproduktionsfirmen zu wachsen. Er hat sich spezialisiert auf das überhaupt Anfragen generieren und dann ihre Kunden auch überzeugen und dann Teams aufbauen. Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Sven, freut mich auch hier da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr cool. Fangen wir direkt an. Wenn dich jemand auf der Straße fragt, sag mal John, was machst du eigentlich so beruflich? Was würdest du dem sagen? Ja, also ganz einfach würde ich sagen, ich helfe Filmproduktionen und Kreativagenturen, ihr Geschäft aufzubauen, damit sie sich auch künstlerisch entfalten können, indem ich im unternehmerischen Teil unterstütze, das Ganze auch zu meistern. Das heißt, du nimmst den Leuten da so ein bisschen die Marketing-Sachen ab, damit die sich aufs Kreative konzentrieren können. Ist das so richtig? Ja, die Sache ist halt die, was ich festgestellt habe, aus meiner Erfahrung. Also, wenn man jetzt einen Filmproduzenten fragt, ob er sich als Künstler oder als Unternehmer sieht, dann ist es halt sehr gemischt. Aber die Sache ist die, wenn du ein erfolgreicher Filmproduzent sein möchtest, dann musst du beides meistern. Du musst künstlerisch gut sein, ja, du musst begabt sein und bestimmte Filmproduktionen auch einfach gut abliefern, aber du musst den unternehmerischen Teil auch verstehen, und gerade im unternehmerischen Teil greifen wir unter die Arme, helfen dabei, ja, ein System aufzubauen, um mehr Anfragen zu generieren, auch die Kunden zu überzeugen, ohne sich großartig zu verstellen mit irgendwelchen tricky Sales-Techniken, einfach mit bestimmten Konzepten, die einfach bewährt sind. Und dann geht es auch darum, dass man sich anschaut, wie kann man das Ganze in ein System reinpacken, um auch langfristig zu wachsen. Dass man vielleicht auch auf lange Sicht den Vertrieb auch auslagern kann, weil meiner Erfahrung nach ist es so, viele Filmproduzenten, ja, auf die lange Sicht möchten sie nicht den Vertrieb machen. Und deshalb ist das auch noch ein Teil, wo wir den Kunden dabei helfen, wie man das Ganze machen kann. Kennt ja, die meisten Kreativen kennen das ja von uns, dass du hast geile Arbeit, du machst ein cooles Produkt, aber der Kunde sagt, nee, sieht man ganz oft diese Bilder, diese Vergleiche, der Kunde hat die Vorstellungen von so einem High-Budget-Film und will aber nur mit dem Handy quasi alles gefilmt haben, vom Budget her. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ja. Was kannst du denn so Kollegen so für 3 Tipps geben, worauf die achten sollten, um wie man überhaupt anfangen sollte? Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein geiles Produkt, gehen wir mal davon aus, was die meisten ja noch nicht gemacht haben, sich vernünftig zu positionieren. Sie haben jetzt ihre Positionierung, sagen, okay, habe mich jetzt spezialisiert auf Image-Videos. Was gibt es denn da so der nächste Step? Was wäre das dann? Ja, also wie du es schon gesagt hast, der allererste Schritt ist es erstmal, sich zu positionieren. Das bedeutet, für sich selbst im Klaren zu werden, wen möchte ich überhaupt erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten? Wie sollen die auch drauf sein? Damit ich überhaupt weiß, nach wem ich suchen sollte. Im zweiten Teil, wie du schon gesagt hast, das Angebot muss man gewissermaßen positionieren. Man muss wissen, was ist es überhaupt, was ich machen möchte? Möchte ich Imagefilme machen, Produktfilme? Möchte ich Animationen machen? Was ist es genau, was ich jetzt in der Filmproduktion auch den Kunden abgeben möchte? Dann geht es darum, sich über den Mehrwert gewiss zu werden. Was ist denn überhaupt der Mehrwert von dem Angebot für meine Zielgruppe? Ja, was sind die Probleme, die ich löse für die Kunden? Denn wir sind nicht nur Filmproduzenten. Wenn es darum geht, seine Filmproduktion zu verkaufen, dann sind wir Problemlöser. Ja, das heißt, was sind diese Probleme, die wir für den Kunden lösen? Das ist der dritte Teil. Und dann, auch Teil der Positionierung, ist es dann, sich ja gewissermaßen darüber klar zu werden, wie kann ich diese Mehrwerte erfolgreich kommunizieren. Das heißt, wie kann ich das Ganze auch verständlich machen für meine Zielgruppe. Das ist erstmal die absolute Grundlage, denn wenn man sich darüber nicht gewiss ist, dann ja, weiß man nicht wirklich, was man macht im Vertrieb und Marketing. Also das ist mein erster Tipp, wirklich diese Klarheit für sich zu schaffen, die Positionierung aufzubauen, diese Sachen sich genau anzusehen, denn das ist wirklich die Grundlage für alle weiteren Schritte im Verkauf und auch im Marketing. Wenn man das aber richtig gut macht, dann wird alles einfacher. Und hier großer Tipp auch für Anfänger. Man sollte sich auch nicht zu viele Gedanken machen, jetzt die perfekte Positionierung zu finden, denn die wird man einfach nicht finden. Also man muss irgendwo starten, man muss etwas testen, man muss den Markt erstmal testen, muss schauen, wie reagieren die Leute drauf. Und wenn die Leute nicht gut drauf reagieren, ist ja gar kein Problem. Wir können jederzeit die Positionierung wieder verändern. Das sollte man auch nicht zu stark überdenken. Ich bekomme es oft immer mit,
dass man dann sich sagt, hey, wenn ich jetzt die Positionierung habe, sag mir mal, ich produziere Produktfilme für den Pharmabereich, ja, und ich bin jetzt absoluter Anfänger, starte jetzt und ich versuche jetzt die erste Anfrage zu generieren. Funktioniert nicht so oder die Zielgruppe macht mir nicht so viel Spaß, diese Projekte gefallen mir nicht, dann kannst du deine Zielgruppe jederzeit verändern. Niemand wird dir sagen, du kannst die Positionierung nicht ändern. Und das wird den meisten Leuten auch gar nicht auffallen, wenn du noch keine richtige große Marke hast. Das heißt, du arbeitest schon mit vielen, vielen großen Unternehmen zusammen und du machst schon ja mehrere fünfstellige oder sechsstellige Umsätze im Monat, dann wird das niemand merken. Ja? Das ist auch oft dann das Ego, dass man denkt, viele Leute denken zu sehr über sich selbst nach. Also dass viele Leute einfach auf das Unternehmen schauen. Also das wirklich nicht überdenken. Das ist wichtig, diese Positionierung einfach mal ausprobieren, testen und dann schauen, was gut funktioniert. Das ist so der erste Tipp. Der zweite Tipp ist es dann, sich anzuschauen, ja, wo finde ich denn diese potenziellen Kunden und wie kann ich sie am besten erreichen? Und da gibt es natürlich verschiedene Plattformen, ja. Also grundsätzlich muss man halt wissen, wo ist denn jetzt meine Zielgruppe? Wenn man jetzt sich unterschiedliche Plattformen anschaut, wie, sag mal, LinkedIn, Xing, dann gibt es ja Facebook als Plattform, Instagram als Plattform. Das sind ja so diese normalen Social-Media-Plattformen, die man da verwenden kann. Muss man sich erstmal überlegen, findet man den Kunden dort? Ja, kann man ihn dort erreichen? Dann ist das natürlich ein guter Ansatzpunkt. Manche Leute, manche Zielgruppen kann man aber auch ganz schwer dort erreichen, dann sind es vielleicht andere Wege. Vielleicht die klassische Telefonakquise oder vielleicht muss man den Brief aussenden oder wenn man das sogar machen möchte, kann man auch direkt zur Firma fahren und sich dort vorstellen. Gibt's auch, ja. Also man muss halt schauen, was ist richtig für einen selbst, was passt auch zu einem persönlich, ja. Das ist auch ganz wichtig, denn für manche Leute ist es zum Beispiel überhaupt gar nichts, kalt bei den Leuten anzurufen, weil die vom Persönlichkeitstyp einfach nicht so drauf sind. Dann ergibt es mehr Sinn, vielleicht einen Weg zu finden, wie man das Ganze überbrücken kann. Dass man vielleicht schon einen Gesprächsaufhänger hat, man schreibt schon mit diesen Personen über Plattformen wie LinkedIn oder Xing oder von den anderen Plattformen, die ich genannt habe. Man gibt schon einen gewissen Mehrwert, man macht auf dieses Angebot, was man hat, schon mal neugierig. Man zeigt, hier gibt es Potenzial und dann vereinbart man ein Gespräch. Und was man sich im Kopf behalten sollte, wenn man diese Gespräche ausmacht, ist, was muss eigentlich passieren, damit man ein erstes Gespräch mit jemandem vereinbart. Das sind grundsätzlich zwei Sachen. Die erste Sache ist, die Person muss dir vertrauen, zu einem gewissen Grad. Ja? Die zweite Sache, die man schaffen muss, ist, dass Mehrwert gesehen muss, dass man Mehrwert wahrnehmen muss, damit diese Person ein erstes Gespräch mit dir führt. Wenn wir das gemeistert haben, die Person vertraut dir zu einem gewissen Grad und sieht einen Mehrwert in diesem Gespräch, ja, dann wird sich die andere Person sagen, warum nicht? Wieso sollte ich mich nicht mal mit dem Sven oder mit dem John unterhalten? Klingt doch interessant. Wir können uns doch mal austauschen zu diesen Themen, die diese Person nicht anzubieten hat. Und darum geht's, ja, irgendwo Vertrauen zu schaffen, Mehrwert, und dann muss man sich halt überlegen, wie schafft man das am besten. Und da ist natürlich, kommen wir wieder zu diesem ersten Tipp, das Zielgruppenverständnis ganz wichtig, was ja auch Teil von dieser Positionierung ist. Wenn man das gut versteht, weiß man auch, wie man den Mehrwert dieser Zielgruppe gut verständlich machen kann. Das ist so mein zweiter Tipp. Und ja, der dritte Tipp, Sven, also im Prinzip, wenn du dann ein erstes Gespräch vereinbart hast, dann geht es im Prinzip hier darum, ja, den Verkauf auch zu einem gewissen Grad zu meistern. Wie kann man jetzt die andere Person von sich überzeugen? Und das ist wichtig, dass man wirklich kein Vertriebsspezialist sein muss. Es geht nur darum, bestimmte Richtlinien zu beachten. Man muss sich auch nicht großartig verstellen. Ganz wichtig ist es zu verstehen, Verkauf ist nicht wie bei Wolf of Wall Street so, dass man ein Skript, dass man nur ein Skript dann nachspricht und dann versucht, jemanden irgendwie von sich zu überzeugen durch bestimmte Verkaufstechniken. Also ganz viel im Verkauf hat einfach mit der Einstellung zu tun. Und ein wichtiges Learning sollte es sein, dass man dem Kunden ja damit hilft, wenn man ihn abschließt, wenn man das Produkt verkauft, also wenn man sein Angebot
verkauft. Weil sonst würde er ja gar nicht bei dir kaufen. Aber wenn du einen guten Mehrwert hast, wenn du weißt, du kannst dem Kunden auch weiterhelfen, dann ist es deine Aufgabe, ihn auch von dir zu überzeugen irgendwie. Dazu musst du dich nicht verstellen, du solltest dich an Richtlinien halten. Ich empfehle es schon, einen Leitfaden zu haben, weil es dir das Ganze auch wirklich erleichtert. Ja, du wirst selbstbewusster auftreten, du weißt, was du zu tun hast, du weißt, wie du das Gespräch in die richtigen Wege leitest, und das hilft dann nicht nur dir, sondern auch dem Kunden, weil er das Gespräch auch als professionellere Beratung wahrnehmen kann. Also das würde ich sagen, wäre der dritte Tipp. Natürlich gibt es auch viele weitere Sachen, die man beachten sollte, aber den Verkauf in den Grundlagen zu meistern, das ist auch ganz wichtig zum Start. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, John. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr hilfreich. Wo ich mich immer frage oder wo meine Kollegen auch immer so die sich die Fragen stellen, wo fange ich denn jetzt an? Soll ich jetzt erstmal zu Hause sitzen und üben zu verkaufen, damit ich dann, wenn ich dann mal das Erstgespräch habe und habe die erste Kundenanfrage, damit ich auf jeden Fall auch zum Abschluss komme? Oder soll ich mich erstmal um die Erstkontakt-Sachen kümmern, dass ich jetzt Werbung schalte, dass die Leute auf mich aufmerksam werden und dann wirklich mir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe mal Bock auf so ein Erstgespräch, auf so ein kostenloses Beratungsgespräch. Was würdest du sagen, was macht am meisten Sinn? Also es gibt am meisten Sinn, meiner Meinung nach, erstmal sich darüber Gedanken zu machen, wie man genug Anfragen bekommt. Und dann sollte man sich darüber im Kopf machen, wie man die Erstgespräche führt. Und eins nach dem anderen das anzugehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zum Start. Man kann sich halt man kann stagnieren, ja, man gerät ins Zögern, wenn man das ganze Bild sich schon anschaut, ja, oh, jetzt muss ich eine Anfrage wieder generieren, ein Erstgespräch führen, muss ich ein Angebot aufbereiten, das dann auch nochmal richtig präsentieren, muss ich den Kunden abschließen, dann ist die Produktion, ja, dann muss ich nochmal vielleicht Freelancer finden oder dann mache ich das Ganze selbst, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Ja, man macht sich den Kopf um zu viele Sachen und deshalb stagniert man dann. Also ich empfehle immer, man sollte sich erstmal Gedanken machen, was ist der nächste Schritt? Und wenn dann ein neues Problem aufkommt oder eine neue Herausforderung, dann kann man sie dann bewältigen, wenn sie denn auftaucht. Ansonsten stagniert man und macht nicht diese richtigen Fortschritte. Was ich natürlich empfehlen würde, bei diesem Beispiel, klar, Erstgespräche üben ist immer gut. Das kann man machen, indem man Rollenspiele führt, vielleicht mit anderen Leuten trainiert, die das Ganze auch lernen möchten. Das hilft natürlich, aber das wäre jetzt nicht das Erste, was ich machen würde, weil wenn es mein Ziel ist, einen Kunden zu gewinnen, dann würde ich erstmal diese Kunden anschreiben, würde schauen, hey, gibt's da Bedarf? Oder man ruft halt, also wenn man jetzt Kaltakquise machen möchte, dann würde ich mich einfach mal, würde ich mich ins kalte Wasser begeben und mal schauen, wie es so ist. Ja? Und dann macht man die schnellsten Erfahrungen. Und so lernt man auch am schnellsten. Das ist so, ja. Was ich glaube, viele Kollegen, was ich auch gehört habe, haben immer Angst davor, sich gerade, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt mich spezialisieren aufs Image, auf Image-Videos, muss ich mich ja mit Unternehmern beschäftigen. Die wollen ja die Image-Videos haben. Und viele haben Angst davor, weil Unternehmer können besser verkaufen. Sie haben sich einfach, weil die das gelernt haben, sie machen, dass es ihr täglich Brot, sich zu verkaufen. Und gerade als kreativer Filmemacher ist das ja eigentlich nicht täglich Brot sich zu verkaufen. Was würdest du sagen, was spielt das eine große Rolle, dass man sagt, okay, ich weiß, mein Gegenüber ist besser im Verkaufen und der spürt das dann auch, dass man, gibt es da irgendwie so Tipps oder Tricks, wo man sagt, okay, da kann ich so ein bisschen die Ängste nehmen? Also ich glaube, das ist eine Mindset-Sache, das ist eine Einstellungssache, denn Verkauf ist ja nicht so, dass du gegen diese andere Person irgendwie antrittst, sondern ihr wollt ja zusammen was Cooles auf die Beine stellen. Das heißt, die andere Person, also Verkauf, kann man halt auch damit gleichsetzen, dass man den anderen Menschen weiterhelfen kann oder möchte und dass man ihn praktisch dazu überzeugen kann, dass man hier einen Mehrwert hat. Und im Prinzip, was ich vorhin schon gesagt habe, was fürs Erstgespräch gilt, Vertrauen schaffen und Mehrwert aufzeigen, das gilt ja auch ebenfalls im Verkaufsgespräch. Und dazu brauchst du kein Spezialist sein. Ja, wir sind jeder ist in der Lage, wenn er von etwas überzeugt ist, das Ganze auch überzeugend rüberzubringen. Ja? Und man macht sich einfach zu, also viele Leute machen sich einfach zu groß diese Sorgen. Aber du kennst das, Verkauf, oder? Das kommt, dass ist dieses nicht unbekannt. Große Thema ist. Ja. Bitte? Aber du kennst das, das ist nicht unbekannt, oder? Ja, klar. Also, aber es ist kein Kampf, der Verkauf, es ist eine Kollaboration, also man macht es zusammen, ja.
man möchte was zusammen auf die Beine stellen. Und ein richtig gutes Verkaufsgespräch ist, natürlich kann es mal Widerstand geben, aber ein richtig gutes Verkaufsgespräch fühlt sich für beide irgendwo auch gut an, dass man weiß, hey, man macht hier Fortschritte, man spricht über etwas, was für beide eine Win-Win-Situation bringt. Das ist wichtig. Denn hier ist die Sache, wenn du keine Win-Win-Situation schaffst, dann wirst du langfristig nicht erfolgreich sein. Dein Ziel soll es immer sein, diese Win-Situation zu schaffen, dass der Kunde gewinnt und du auch gewinnst. Und darauf und da, das suchst du praktisch in diesem Verkaufsgespräch. Wie kannst du den Kunden weiterhelfen, damit er glücklich ist und du auch glücklich bist? Und das ist es. Ja, also das ist eine Einstellungssache. Und das Problem, Sven, ist, denke ich, dass von der Kinofilmwelt, ja, aber auch von der Gesellschaft wird es einem halt so gezeigt, dass der Verkauf des Böses ist. Also wie schon gerade genannt, Wolf of Wall Street, so welche Szenen oder Boiler Room, das sind so diese klassischen Verkaufsfilme. Das ist halt nicht die Realität, ja. Also sollte es zumindest nicht sein. Und gute Verkäufer wissen das, dass sie was Gutes tun, dass sie jemandem auch weiterhelfen. Ja, Ziel ist das Helfen, ja. Das, ja, viele haben das Gefühl bei Verkäufern, der will mir nur was verkaufen, was aufdringen, was ich gar nicht brauche. Jetzt zum Beispiel, ich kenne das auch bei vielen, wo ich weiß, dass ein Video dem Unternehmen viel mehr bringt, aber viele wollen sich einfach nicht trauen, das Budget in die Hand zu nehmen, und weil sie nicht die KPIs kennen, weil sie nicht die Return of Investment Zahlen kennen, weil sie keine Ahnung haben und trauen sich dann auch nicht wirklich, das Budget in die Hand zu nehmen und da wirklich was zu investieren, weil sie nicht wissen, was hinten bei rauskommt. Aber ich glaube, wenn man die vernünftig berät, und was viele Kollegen halt nicht so gut machen, die sind dann einfach so, ja, sag mir, was du für ein Video haben willst oder was du für einen Film haben willst und ich mach dir das. Aber die, ich finde, was viele nicht machen, ist, die Leute auch wirklich an die Hand zu nehmen und zu beraten, so, hör mal zu, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Image-Video machen, dann ist der Kunde schon auf deiner Webseite und du generierst einfach das Vertrauen, damit er mit dir in den Erstkontakt kommt. Mehr macht ein Image-Video nicht. Und viele, was ich jetzt auch gesehen habe, die machen das irgendwie meiner Meinung nach falsch. Die versuchen, so eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen aus diesem Image-Video. Das machen einen Werbespot draus, ein Image-Video, ein Erklärvideo und alles zusammen. Was aber nicht funktioniert. Also was auch keinen Sinn macht, also meiner Meinung nach. Ja. Und deswegen finde ich, es ist auch eine große Pflicht, als Kreativer die Kunden vernünftig an die Hand zu nehmen und zu beraten, hör mal zu, das ist das, was du machen solltest, das ist das, was das Ziel davon ist und das, was du davon hast. Das sind ja wahrscheinlich auch die Sachen, die du deinen Kunden rätst, oder? Ja, richtig. Also bei vielen Filmemachern ist es halt so, dass sie eher Bestellungen entgegennehmen, ja, als genau, ja, wirklich etwas verkaufen. Also eine Beratung durchzuführen und ja, wenn du halt, das ist, ich sehe es immer so als eine richtige Superpower, wenn du verkaufen kannst oder wenn du gut beraten kannst. Also verkaufen und beraten hängt wirklich sehr eng miteinander in Verbindung, weil beraten heißt ja auch, dass du Möglichkeiten aufzeigst, wo man Mehrwert schaffen kann. Und allein dadurch, durch eine richtig gute Beratung, schaffst du das Vertrauen und zeigst den Mehrwert auf. Verkaufen an sich, da gehören dann noch Sachen dazu, dieses Closing, den Sack zuzumachen. Aber das ist dann der letzte Teil, ja. Und das würde ich sagen, das ist jetzt auch dann nicht die Sache, die man als Anfänger meistern muss, ja. Wenn man einfach nur die Beratung in Grundzügen meistert, wie kann ich Potenzialien beim Kunden entdecken und wie kann ich die dem Kunden aufzeigen, sodass sie auch überzeugen, dann hat man schon 80% vom Weg ist man dann schon gegangen, ja. Und dann die letzten 20%, die kommen dann mit Erfahrung, dann ergibt es natürlich Sinn, das Ganze noch stärker zu trainieren. Aber einfach diesen Beratungsaspekt zu meistern, Potenzialien aufzuzeigen, zu entdecken, indem man die richtigen Fragen stellt, das ist schon mal super wichtig. Richtige Fragen stellen, zu lernen, was für Fragen muss ich stellen, um das Gespräch in die richtige Richtung zu leiten. Ich glaube, das ist auch der größte Tipp, den man jedem geben kann, dass man sich einfach mal hinsetzt, sich in die Lage des Kunden versetzt oder in die Lage des Kunden versetzt und dann mal die richtigen Fragen einfach aufschreibt. Weil das ist, glaube ich, das, was man machen sollte, wenn man dieses Skript, also diese Checkliste der Fragen schon parat hat bei dem Erstgespräch, dann hat man schon viel richtig gemacht.
Also man sollte, glaube ich, niemals unvorbereitet in irgendein Gespräch gehen. So wie ich jetzt heute zum Beispiel, sondern man sollte sich immer ein bisschen, ich meine, wir haben vorher schon mal miteinander gesprochen, immer vorher ein bisschen vorbereiten, damit man weiß, mit wem man das zu tun hat und was derjenige auch von einem erwartet, ja. Ja. Richtig, stimme ich zu. Ja, cool. Noch eine kurze Frage, wir sind gleich am Ende. Was ist für dich der Unterschied zwischen Video und Film? Zwischen Video und Film. Also, wenn ich den Film höre, denke ich halt eher immer an größere Produktionen, so TV-Filme, an größere Produktionen. Video sind für mich einfache Produktionen. Ist jetzt schwer zu sagen vom Technischen, wie man das jetzt einschätzt. Aber ja, also ich sehe, wenn ich Film höre, denke ich eher immer an einen Kinofilm, ja, eine größere Produktion. Video denke ich an einfache Produktion, nicht, dass sie nicht ebenfalls sehr hochwertig sein können. Nur ist es für mich einfach so, Filme wie ich, Kinofilme, Videos, sehe ich ein bisschen, ja, mit weniger Aufwand verbunden, sagen wir so. Okay. Okay, ja, sehe ich ein bisschen anders. Also Aufwand, ja. Also ich finde, es ist auch aufwendig, wenn ich Videoproduktion denke ich immer so an Vertrieb, an für Firmen, für Unternehmen, also um wirklich Kunden zu gewinnen, genauso der ganze Prozess, das ist für mich so Video, dafür nutzt man Video, weil es kurz, knackig auf Punkt. Ist auch schwierig. Also viele sagen zum Beispiel, wenn so ein Film, wenn ich mir jetzt einen Film, wie du sagst, einen Film im Kino angucke, alleine die ersten 5 Minuten ist ja nur Geplänkel. Das ist völlig egal, was da passiert. Und beim Video, wenn die ersten 5 Minuten nur Geplänkel ist, dann guckt sich das keiner an. Weil das funktioniert meiner Meinung nach ganz anders, ein Video oder halt ein Film. Weil ein Film ist für mich Unterhaltung und Entspannung und ein Video ist für mich Aufmerksamkeit generieren und Informationen rüberbringen und zum Schluss dann halt auch eine Call to Action, was ich ja beim Film nicht habe. Da habe ich ja keine Call to Action hinten dran. Also das ist für Ja. mich so der Riesenunterschied, ja. Ja, cool. Wo siehst du denn also die Videos so in 5 Jahren? Also ich denke, es wird sich schon sehr, sehr viel, ich meine, wir sind ja jetzt schon gerade in der Zeit dabei, dass sich viele Sachen einfach ändern, einfach weil die Möglichkeiten sich verändern. Also 360-Grad-Produktion, VR und so weiter gibt es ja jetzt alles, einfach auch das Equipment verändert sich. Also ist schwer zu sagen, ja. Also in 5 Jahren, wo ist das Ganze? Ich denke, es wird leichter sein. Es wird leichter sein, hochwertigere Produktionen durchzuführen. Ich glaube, es wird sich aber nichts daran ändern, dass der Berater, also ich denke, gerade deshalb wird der Beratungsaspekt umso wichtiger sein, weil es immer leichter sein wird, hochwertig zu produzieren, auch immer günstiger dann, eine hohe Qualität zu produzieren. Aber dieser Beratungsaspekt, das ist dann ein Punkt, mit dem man sich differenzieren kann. Das ist so. Ja. Ja, cool. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? In 10 Jahren, wow, das ist, Das ist eine ganz fiese ja, Frage, ich also, weiß, ja. das ist echt eine interessante Frage. In 10 Jahren, gut. Also, ich sehe das Ganze so. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg mit unserer Firma, wir hatten schon vielen Kunden. Und ich merke, ja, also die Kunden bekommen super Resultate, es macht Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und für mich ist es in gewissen Zeitraum auch dann einfach so, es geht dann einfach nur noch darum, mehr von dem zu machen, was schon gut funktioniert. Kann ich mir kaum vorstellen, wo wir da sind. Das wird auf jeden Fall eine interessante Zeit. Können wir in 10 Jahren nochmal drüber Ja, reden, wie du dich dort sehr gerne, John. Ich bin auch mal gespannt, wo das so in 10 Jahren alles hin. Wie du sagst, Schau es mal ist zurück. wirklich sehr spannend, wie das alles so funktioniert. Aber ich glaube, in Video ist ein sehr großes Potenzial, auch in 10 Jahren. Also es war schon immer in Video ein sehr großes Potenzial. Weil früher, wie du das zum Beispiel angerissen hast, war das extrem teuer und das konnten nur die großen Konzerne Video umsetzen und heutzutage kann das eigentlich jeder Unternehmer. Das Problem ist aber, dass noch in den Köpfen drin steckt, ja, Videoproduktion ist extrem toll und teuer und bringt mir gar nichts. Wo ich dann denke, nee, das war vor 5 Jahren oder ja, vor 10 Jahren war das auch so. Das war extrem teuer und bringt auch nichts, aber man muss hier heute zum Beispiel auch gar nicht mehr ins Fernsehen gehen. Mit dem Video oder mit dem Werbeclip. Das ist auch altbacken. Das macht man ja auch nicht mehr. Das macht man, wenn man genug Budget hat und will noch ein bisschen mehr Branding haben, dann gehe ich ins Fernsehen. Aber ansonsten gehe ich halt auf die Kanäle, genau wie du sagst, wo auch die Kunden sind. Und nicht, das kann ich ja heute genau selektieren. Wo sind meine Kunden und wie kann ich die erreichen und überzeugen, dass sie zu mir kommen. Ja, ja cool.
Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit hattest. Hast du noch was zu ergänzen? Hast du noch was auf dem Herzen, was du sagen möchtest? Ja, also für die Anfänger, die jetzt gerade eben erst starten, einfach im Kopf zu behalten, ne, dass ja aller Anfang schwer ist, ja, und dass es ganz normal ist, dass man vielleicht zum Anfang zweifelt, dass man noch nicht direkt alles perfekt schafft, ja, und das ist auch ganz, ganz normal, ja, man kann am Anfang nicht perfekt alles machen. Was ich empfehlen kann, das mache ich selbst, ja, und ich meine, so helfen wir unseren Kunden ja auch weiter, dass man sich eine Person sucht, die weiß, wie das Ganze geht, die dann an die Hand nimmt und diese ganzen Prozesse zeigen kann, damit man diese Grundlagen meistert. So kann man ja die Lernkurve auf jeden Fall verkürzen. Das ist eine Möglichkeit, da kann man sich viele Rückschläge auch ersparen. Man hat auch jemanden, der drüber schauen kann und ja einen auch schnellere Erfolge bringt. Das kann ich empfehlen, ja. Ich meine, ich bin auch irgendwo hier parteiisch, weil wir das Ganze ja in der Beratung anbieten. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, ja, hilft das wirklich stark, dass man sich jemanden sucht, der schon dort ist, wo man sein möchte und der einen auch zeigen kann, wie man seine Ziele am schnellsten verwirklichen kann. Sehr cool. 100% gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn ihr mehr über John Harder wissen wollt und was er genau macht und wie er euch oder dir dann helfen kann, wie kann man dich denn erreichen? Ganz einfach auf johnhaderconsulting.com gehen. Da gibt es noch ein paar mehr Informationen zu uns, zu mir. Da kann man sich ein kostenloses Erstgespräch buchen. Und bei diesem Erstgespräch eine kurze Potenzialanalyse. Wir schauen uns an, wo du gerade stehst. Was machst du? Was sind deine Ziele? Mit wem willst du zusammenarbeiten? Mit wem arbeitest du bisher zusammen? Wir schauen uns an, welche Kanäle kannst du verwenden, um deine Zielgruppe besser zu erreichen. Und wenn das Ganze passt, dann können wir dir auch anbieten, ja, gegebenenfalls zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie wir dir auch noch nähere Unterstützung geben können. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, John. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Tag und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten auf johnharderconsulting.com und dann kriegt ihr die weiteren Informationen. Ich drücke euch auf jeden Fall allen die Daumen, dass es klappt mit eurer Videoproduktion, mit eurer Leidenschaft, damit ihr die umsetzen könnt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.